Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode darf ich mit dir mal wieder ein Instagram-Live teilen, was ich zum Thema Körpergefühl heilen geführt habe. Und dieses Thema ist aus meiner Sicht so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir anfangen zu spüren, ob wir uns überhaupt noch selbst spüren. Dass wir anfangen zu spüren, welche Glaubenssätze denn unseren eigenen Körper überschatten. Könnte es sein, dass wir so häufig Dinge glauben, weil die Gesellschaft kollektiv uns dies vorlebt, obwohl sie rein gar nichts mit uns persönlich zu tun haben? Und könnte es sein, dass wir vielleicht ein Leben leben auf eine Art und Weise, wo wir jetzt schon absehen, naja, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich krank sein und ich werde Schmerzen haben und dies und das und jenes. Und mit diesem Bewusstsein gehen wir jeden Tag in unser Leben rein. In diesem Bewusstsein reden wir auch selbst mit uns auf eine bestimmte Art und Weise. Und könnte es sein, dass genau dieses Bewusstsein uns doch alle so sehr deprimiert und runterzieht? In dieser heutigen Folge, in diesem heutigen Live, was ich mit dir teilen möchte, gehe ich ganz tief in die Thematik rein. Ich gehe ganz tief auf die Themen ein, die uns alle betreffen, welche Glaubenssätze letztendlich kollektiv auf unserem körperlichen System liegen und wie du persönlich anfangen kannst, Stück für Stück dein eigenes Körpergefühl zu heilen, all diese Glaubenssätze zu hinterfragen und für dich eine, ja, Art Körperfreiheit zu leben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Lehn dich zurück, spüre dich selbst. Let's go. Heute geht es um das so wichtige Thema Körpergefühl heilen. Und ich habe ganz viele Fragen von euch erhalten zu ganz, ganz vielen Themen, die letztendlich zu diesem Thema hinführen. Es waren Themen dabei wie Scham, Bauchgefühl, das Fühlen und Leben der eigenen Instinkte. Und all diese Dinge sind letztendlich ja ein Bestandteil eines Körpergefühls. Und ich habe in meiner Vorbereitung und falls du dich wunderst, warum ich ab und zu hier hinschaue, da sind meine Notizen und das sind wirklich sehr, sehr viele. Deswegen werde ich jetzt hier auch gar nicht in Smalltalk verfallen, sondern direkt reingehen, um dieses Thema ja ganz tief zu betrachten. Körpergefühl ist etwas, was wir alle haben, aber vielleicht viel zu selten ganz tief spüren können. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wir bereits früh morgens, wenn wir aufstehen, unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge richten. Und immer wenn wir verschiedenen Dingen unsere Aufmerksamkeit geben, dann ja, verschenken wir Aufmerksamkeitsenergie. Energie, die wir zum Spüren, zum Fühlen, zum ja, Benutzen unserer Sinne verwenden, die wir letztendlich ein Stück weit abgeben. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Es ist ganz normal, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Dinge richten. In meinem Fall ist es schon früh morgens, wenn ich die Augen aufmache und es nicht geschafft habe, vor den Kindern aufzustehen, dass ich natürlich die Aufmerksamkeit auf die Kinder richte, auf die Dinge, die so anstehen, so die morgendlichen Routinen und Co. Und gleich danach komme ich und danach kommen die sämtlichen Routinen, die aus meinem Unternehmen rühren. Und das werdet ihr alle kennen. Jeder hat diese Dinge, auf die man so selbst die Aufmerksamkeit richtet. Und vielleicht könnte es sein, dass ihr viel zu oft bereits schon vor dem Frühstück, vor ja, dem Zähneputzen sogar, unsere Aufmerksamkeit komplett an das Außen abgegeben haben. Dass wir viel zu oft das Außen spüren. Vielleicht sogar diesen Stress spüren, und darauf gehen wir noch ganz tief ein, um ja uns selbst nicht spüren zu müssen. Und mir geht es auch so, so häufig so. Und ich darf mich da immer wieder dran erinnern. Wieder dran erinnern, zurück in meinen Körper zu kommen, meinen Geist wieder zurückzuholen, da wo er hingehört. Denn das sind natürlich jetzt alles ganz viele Bilder,
die ja ihr persönlich für euch mal spüren dürft. Immer wieder, wenn ihr eure Aufmerksamkeiten geballt an das Außen abgebt, dann dürft ihr spüren, wo ihr selbst seid, wo der Körper ist. Ganz häufig jedoch beobachte ich Menschen, und auch mir passiert das ein oder andere Mal, dass wir so durch unser Leben stolpern, ganz weit weg von unserem eigenen Körper, und dass wir ihn erst spüren, wenn er an irgendeiner Stelle in unserem Alltag nicht mehr kompensieren kann. Wenn vielleicht der Magen grummelt und vielleicht so ein bisschen zwickt, weil der Stress zu hoch geworden ist. Wenn das Gesicht zumacht, das passiert mir, weil einfach der Druck zu hoch ist, es in diesem Moment einfach zu viel ist. Wenn wir für einen kurzen Moment einfach denken, es tut weh. Es ist zu viel. Und vielleicht mögt ihr auch einfach mal da in euch selbst reinspüren, ob ihr das kennt. Dass dann irgendwann der Nacken wehtut, der Rücken wehtut oder was auch immer sich zeigt. Vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen das Gefühl, nicht geatmet zu haben, weil der Stress so hoch war, dass wir es selbst versäumt haben, tatsächlich tief zu atmen. Was im Übrigen so wichtig ist. Ich darf mal einen Schluck nehmen. Und wir gehen, wie gesagt, durch unser Leben. Ganz weit entfernt von unserem Körper, ganz weit von diesem Körpergefühl, was uns naturgegeben allen gegeben ist. Wir haben dieses Körpergefühl, wir spüren es bloß einfach nicht, weil unsere Aufmerksamkeit so sehr an das Spüren im Außen gerichtet ist. Und vielleicht ist es so, dass wir letztendlich diesen Durchschnitt, dieses Spüren im Außen so sehr geübt haben, jeden Tag aufs Neue, dass wir so sehr geübt haben, dass wir unsere Aufmerksamkeit zuerst ans Außen richten, nicht an uns, nicht auf unseren Körper, dass unser eigener Körper, unser eigenes System immer sekundär ist, wenn überhaupt. In vielen Fällen ist der eigene Körper, das eigene Körpergefühl, das eigene Spüren des Systems am Ende, ganz am Ende der Kette. Und das ist letztendlich aus meiner Sicht die größte Ursache, warum unser aller Körpergefühl so ein Stückchen, ja, verloren gegangen ist vielleicht. Vielleicht spüren wir es wirklich zu spät, wenn unser Körper wirklich nicht mehr kompensieren kann. Wenn wir wirklich nicht mehr bei uns sind und er dann so, so starke Reaktionen zeigt, dass wir gar nicht mehr weggucken können. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, gerade in der heutigen Gesellschaft, haben wir das überall. Die Körper zeigen massive Reaktion. Reaktion auf unser persönliches Leben. Niemand anderes ist dafür zuständig. Wir dürfen alle die Verantwortung dafür selbst übernehmen, für die Dinge, die sich zeigen in unseren Körpern und von unseren Körpern. Und wir dürfen vielleicht anfangen, noch viel mehr den Fokus wieder zu uns zurückzuholen. Jeden Tag. Wir dürfen es üben, nicht gleich früh am Morgen den Fokus komplett an das Außen abzugeben, um uns selbst nicht mehr spüren zu können und zu müssen, um letztendlich alles andere erstmal zu wuppen, bevor wir erstmal feststellen, wie es uns selbst geht. Und es könnte auch sein, dass wir ein Stück weit auch von der Gesellschaft darauf konditioniert wurden. Denn, mal ganz ehrlich, wir haben doch alle diese Glaubensüberzeugungen in uns, diese Glaubensüberzeugungen, die uns sagen, dass Schmerzen und Krankheit etwas mit Alter zu tun hat, oder? Kennt es der ein oder andere von euch? Dieser Zusammenhang, dass es so fest verknüpft ist, dass wir so sehr darauf konditioniert sind, dass wir uns aufopfern müssen, dass wir leiden müssen, um ja wirklich etwas zu schaffen, dass wir gut sind für die Gesellschaft, dass wir gut für andere sorgen. Und ja, wann tun wir das am meisten? Wenn wir uns selbst hinten unterfallen lassen. Und also ich sehe diese Zusammenhänge immer wieder und ich sehe auch immer wieder diese ganzen Glaubensüberzeugungen, die einem ja entgegengeworfen werden und die für viele Menschen letztendlich eine Bestätigung dieser Glaubensüberzeugung sind. Wie häufig hört ihr denn beispielsweise diesen Satz, na komm doch erstmal in mein Alter? Also ich höre diesen Satz sehr, sehr häufig und
Ich werde auch älter und muss sagen, dass mir dieser Satz von Leuten schon gesagt wurde, die waren in dem Alter, wo ich jetzt bin. Die haben mir gesagt, als Jugendliche, komm mal erstmal in mein Alter und dann wirst du wirklich verstehen, was ich meine. Und ich bin in dem Alter und muss sagen, ich verstehe es immer noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich aus diesem Kreislauf ausgetreten bin. Weil für mich hat dieser Aspekt Krankheit und Alter, Schmerzen und Alter, nichts miteinander zu tun. Aus meiner Sicht hat das nur etwas damit zu tun, dass der Lebensstil des Einzelnen letztendlich genau dazu geführt hat, dass die Lebensqualität des Einzelnen genau darauf abspielt, dass letztendlich irgendwann der Körper nicht mehr kann, dass der Körper nicht mehr kompensieren kann, dass er letztendlich den Alltag nicht mehr wuppen kann. Und dass er einfach sagt, okay, wenn du nicht hörst, dann gebe ich dir das, 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 das. Und das ist ganz normal. Hat nichts mit dem Alter zu tun, aus meiner Sicht. Und ich habe so viele Beweise dafür. Das ist so wichtig. Natürlich, wenn wir da draußen hinschauen, es gibt Tausende, Millionen von Beweise, dass das Alter immer etwas mit Schmerzen und Krankheit zu tun hat. Aber es gibt auch diese Beweise, dass es nicht so ist. Und ich habe diese Bilder von diesen Beweisen so ganz tief in mir abgespeichert, habe sie mir tausendmal aufgeschrieben und habe das als ja neue Erfahrung in mein System geladen. Da komme ich aber später nochmal drauf. Es gibt noch mehrere von diesen ja Überzeugungen der Gesellschaft, die ganz tief in unserem System stecken, die ja kollektiv vielleicht sogar verankert sind und die uns auch immer wieder bewiesen werden. Beispielsweise, dass wir uns aufopfern müssen, dass wir dann eine gute Mutter sind, wenn wir wirklich komplett den ganzen Tag alles wuppen, wenn wir die perfekte Mama, die perfekte Ehefrau, die perfekte Hausfrau und gleichzeitig einen 40-Stunden- bis 50-Stunden-Job irgendwie wuppen, dann sind wir doch so richtig gut. Und am besten sollen wir am Ende des Tages noch strahlend dastehen und ja noch fragen, ob wir noch irgendjemanden einen Wunsch erfüllen können. Und ja, wenn die Türen zu sind, dann ja, wird nicht mehr hingesehen, weil das will keiner sehen. Das will keiner sehen. Keiner will das sehen. Vielleicht so ein bisschen nach dem dritten Wein mal ein bisschen leiden. Das ist okay, das ist okay. Das kann man am nächsten Tag wieder vergessen. Und diese Bestätigung, die gibt es überall. Ich sehe diese Bestätigung überall. Und ja, vielleicht habe ich auch ein Stück weit diese Bestätigung auch eine Zeit lang gelebt, bis ich mich gefragt habe, muss das sein? Bin ich wirklich dann erst die gute Mutter, wenn ich alles unter Kontrolle nach außen habe und dann für mich zusammenbreche? Definitiv nicht. Auch hier habe ich für mich ein Neudenken für mich kreiert und mir ganz viele Beweise gesucht da draußen, die es auch gibt, die letztendlich eine andere Geschichte erzählen. Und ein drittes Thema, das auch da reinspielt. Dieses Thema, dass wir letztendlich uns an diese gesellschaftlichen Konventionen zu halten haben. Und wenn wir von diesen abweichen, von diesem Maßstab, dann haben wir uns zu schämen. Und das ganz unabhängig davon, ob wir uns selbst verschuldet in die Situation gebracht haben oder nicht. Und das ist jetzt ein Thema, was vielleicht den einen oder anderen triggert. Und ja, das darf. Weil das hat natürlich auch viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Als Kind hatte ich ein Geschehnis von sexueller Belästigung und mein ganzes Leben habe ich nicht darüber gesprochen. Es wurde nicht darüber gesprochen. Denn mir ist ja nichts passiert. Augenscheinlich. Mir ist ja in diesem Moment nichts passiert. Dieser Mann hat mich ja wieder zurückgebracht. Der hat mich ja nicht mit seinem Auto einfach verschleppt und ja, hat mich behalten. Er hat mich ja zurückgebracht. Und die Geschichte ist letztendlich so ausgegangen, dass wir nie darüber gesprochen haben. Wir haben nie nach draußen gesprochen. Und irgendwann, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dann war das so ein Thema, naja, aber dir geht's doch gut. Du hast doch ein tolles Leben und du bist doch ja, daran nicht zerbrochen. Du leidest doch nicht. Kennt ihr das? Könnt ihr das spüren? Und es gab eine Zeit, da habe ich offen gelitten. Ich habe oft geleidet und habe
ja, auf verschiedene Art und Weisen gezeigt, wie sehr genau das an mir nagt. Und ich bin so oft im Außen zerbrochen. So oft habe ich irgendwie versucht zu schreien, um Hilfe zu schreien. Aber ich konnte es nicht kommunizieren, weil ich konnte es schon gar nicht mehr mit diesem Ereignis zusammenpacken. Das kam erst viel, viel später. Und wahrscheinlich haben so viele Menschen in meiner Jugend sich immer wieder gefragt, was hat sie für ein Problem? Und niemand hat es verstanden. Natürlich nicht. Das ist vollkommen okay. Aber ich hätte auch niemals offen sagen können, das ist es. Das ist es. Dieses Ereignis. Dieses Ereignis hat etwas mit meiner Essstörung zu tun. Dieses Ereignis hat damit was zu tun, dass ich nicht weiß, was ich mit meinem Körper anfangen soll, dass ich überhaupt kein Körpergefühl habe. Und dieses Ereignis ist es, worüber ich sprechen möchte, muss, was ja ganz, ganz tief in mir gespeichert ist. Und hier dieser Charme, diesen Charme, den ich gespürt habe vor meinem eigenen Körper, vor dieser Geschichte an sich, ist letztendlich auch eine Verknüpfung gewesen, dass es mir jetzt auch augenscheinlich so gut geht. Ach Quatsch, das Ereignis ist doch gar nicht mehr wichtig. Dir geht's doch so gut. Du brauchst ja nicht darüber sprechen. Und es gibt so viele Dinge, also so viele Geschehnisse, fast in jedem Leben unter uns, was einfach nicht ausgesprochen wird, was weggedrückt wird, ganz tief ins Unterbewusstsein reingestopft, weil es doch einfach nicht in unsere Gesellschaft gehört. Wir wollen nicht drüber sprechen. Und es wird so abgetan. Naja, du hast es doch überlebt. Super. Und vielleicht würde es uns allen so viel besser gehen, wenn wir aufhören würden, nach diesen gesellschaftlichen Konventionen zu leben, die schon so uralt sind. Weil diese Scham kommt aus einem Zeitalter, wo wir ja dafür verbrannt wurden, wenn wir über sowas geredet hätten. Genau, also gehen wir mal weiter, was das alles mit Körpergefühl zu tun hat. All unsere Gedanken, all unsere Gefühle, all das, was letztendlich uns ausmacht, hat einen Einfluss auf unser System, auf unseren Körper. Jede einzelne Zelle speichert all diese Dinge ganz tief ab. Und unser Körper formt sich nach all diesen Dingen. Stress und Co., das Leiden, die Scham, jede unterdrückte Wut ist so sehr in unserem System gespeichert. Und ganz häufig haben wir das so gut trainiert, uns selbst darauf konditioniert, dass wir das nicht spüren müssen, dass es ganz, ganz tief irgendwo begraben ist, am besten 10-mal verschlossen, mit einem Verband umwickelt. Und wenn es da drinnen ja fault, stinkt und eitert, dann ist es ja nicht unser Problem. Wir sehen es ja gerade nicht. Und wenn es irgendwann mal ausbricht, ja, dann haben wir ein kleines Problem und müssen dann alles dafür tun, dass wir es dann wieder begraben. Letztendlich ist es so, dass es trotzdem ein Teil unseres Systems ist. Unser Körper wird darauf reagieren, unser gesamter Alltag wird sich darauf ausbauen und wir werden letztendlich so viel Energie verlieren, nicht nur, weil wir unsere Energie nach außen abgeben, weil wir unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit ans Außen lenken, um nicht uns selbst zu spüren, sondern natürlich auch, weil wir so sehr diesen Widerstand gegen diese Dinge aufgebaut haben, dass wir vielleicht Menschen auch nicht für ernst nehmen, die tatsächlich über solche Dinge sprechen, die vielleicht nicht sich vollkommen aufopfern für ja, die Familie, für den Arbeitgeber und für sämtliche To-Do-Listen dieses Tages. Ja, also wir verurteilen doch so oft die Menschen für die Art und Weise ihres Lebens, wenn sie sich von der eigenen Vorstellung distanzieren und von der abweichen. So, ich darf noch mal ganz kurz auf meinen Spickzettel hier schauen. Genau. Wichtig ist, dass du für dich selbst verstehst, dass alles, was du fühlst, was du spürst, was in dir irgendwie existiert, dass das letztendlich dazu beiträgt, dass du deine eigene Realität dadurch kreierst. Und die meisten Menschen leben jeden Tag die Verlängerung ihrer eigenen Vergangenheit. Und auch ich habe das getan. Ich habe das so oft getan. Ich habe so oft mit einem Bein in der Vergangenheit gestanden, habe so viele Jahre daran festgehalten und dachte, wenn ich leide, wenn ich so richtig sauer werde, wenn ich wütend bin und das nach außen zeige, dass es irgendetwas ändert. Die Wahrheit ist, es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts. Ganz im Gegenteil.
Mein Körper ist Stück für Stück runtergefahren. Mein gesamtes körperliches System war am Zerfallen. Und ja, ich kann es ja aus heutiger Sicht so gut sagen, dass ich aus heutiger Sicht fitter und entspannter, agiler, vitaler bin als, ja, als 14-Jährige. Also das ist letztendlich tatsächlich einfach ein so wichtiges Thema und ich für mich selbst habe diesen Beweis erschaffen, dass das alles existiert. Unsere Gedanken und alles, was wir in uns wegdrücken, hat so viel mehr mit unserem Körper zu tun, mit unserem Körpergefühl zu tun, als wir tatsächlich glauben, weil wir lernen es sonst nicht, oder? Wir lernen das nicht in unserem Umfeld, ich zumindest nicht. So, was dürfen wir also letztendlich tun? Wir dürfen anfangen, diese Beweise im Außen vielleicht zu sehen, uns mehr damit zu beschäftigen, dass wir immer wieder es wahrnehmen, wenn mal wieder eine alte Glaubensüberzeugung bestätigt wurde, wenn wir jemanden sehen oder er vor uns steht und sagt, komm erst mal in mein Alter, dass wir das hinterfragen, dass wir uns selbst hinterfragen, ist das die Wahrheit? Ist es die Wahrheit oder ist es nur ein Decebo-Effekt? Und ihr kennt ja vielleicht den Placebo-Effekt und es ist ein so, ja, wichtiger Beweis dafür. Dieser Placebo-Effekt, wo einer gewissen Anzahl von Menschen mit einem gewissen Krankheitsbild, mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, eine Tablette gegeben wurde, wo nichts drin war, kein Wirkstoff, und diese geheilt wurden. Aufgrund dessen, weil sie geglaubt haben, dass da die Medizin drin ist, die sie heilen wird. Und das ist letztendlich eine Studie, die ist so groß. Die Beweise dafür sind so eindeutig. Und gleichzeitig, wie häufig passiert es jeden Tag, tausendfach, dass irgendwelche Menschen, meistens Ärzte, zu Leuten sagen, na, das wird nie wieder. Und die Menschen glauben es. Und was passiert dann? Häufig hinterfragen die Menschen das nicht. Das wird dann nie wieder. Und wir dürfen das einmal ganz bewusst uns vor Augen halten, welche Kraft letztendlich Aussagen haben, Worte haben und welche Kraft tatsächlich der Placebo- und Decebo-Effekt hat. Vielleicht können wir tatsächlich uns selbst diese Placebo-Pille verschaffen, können anfangen, tatsächlich selbst zu hinterfragen, hat tatsächlich Alter etwas mit Krankheit zu tun? Hat Alter etwas mit Schmerzen zu tun? Hat diese Aufopferung für das Außen tatsächlich etwas mit einem guten Menschen zu tun? Mit einem fürsorglichen Menschen zu tun? Mit einer guten Mutter, mit einer guten Ehefrau, mit einer guten, weiß ich was? Hat es was damit zu tun? Hat es damit was zu tun, dass wenn uns etwas in unserer Vergangenheit passiert ist, was uns traumatisiert hat? Hat es was damit zu tun, dass wir wirklich unser ganzes Leben leiden müssen, um ernst genommen zu werden? Oder könnte es sein, dass es so viel heilsamer ist, wenn wir den Menschen wirklich zuhören und sie nicht dafür verurteilen, dass sie darüber reden und gleichzeitig, dass sie vielleicht einfach trotzdem ein gutes Leben haben? Könnte alles sein und wir dürfen anfangen, für uns die Beweise zu suchen, für uns persönlich. Wir dürfen anfangen zu lernen, dass all das ein gesellschaftliches Bild ist, was wir so sehr in uns impliziert haben und was so sehr unser eigenes Körpergefühl beeinflusst. Wie sehr spüren wir denn noch individuell unseren eigenen Körper, wenn wir all diese Glaubenssätze ganz tief in uns gespeichert haben? So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid da. Ich habe noch gar keinen so richtig gesehen. Ich habe gesehen, die liebe Diana ist da und ich freue mich so sehr und ja, ihr könnt mir gerne mein Lebenszeichen dalassen und ob ihr ja noch folgen könnt. Wir dürfen aufhören zu schweigen. Wir dürfen aufhören, uns diesen Bildern zu unterlegen, unbewusst oder bewusst. Wir dürfen aufhören damit,
Wir dürfen aufhören und wir dürfen anfangen, Mensch zu sein. Wir dürfen anfangen, uns selbst zu spüren. Wir dürfen anfangen, darüber zu reden, was tief in uns da vor sich hingammelt. Wir dürfen da reingehen und wir dürfen so sehr für uns selbst diese Körper, dieses Körpergefühl, all das, was mit unserem System zu tun hat, reinzulassen. Wir dürfen in diesem Leben es uns erlauben, glücklich und gesund zu sein. Und wir dürfen all das hinterfragen und Beweise dafür finden und suchen, dass es Bullshit ist, dass Alter nichts mit Schmerzen zu tun hat, dass Alter nichts mit Krankheit zu tun hat, dass Alter etwas damit zu tun hat, wie wir unser Leben leben. Ganz genau. So, wir dürfen anfangen, anders zu denken. Was kannst du jetzt tun? Jetzt kommen wir mal da rein. Letztendlich ist es so wichtig zu verstehen, wie unsere Körper funktionieren. Und es gab mal eine Zeit, lange, lange bevor wir gelebt haben, da waren unsere Körper das wichtigste Werkzeug in unserem Leben. Und auch heute ist es noch so, wir nehmen es bloß nicht wahr. Wenn wir unser ganzes ja, System nach außen schicken, unsere ganze Aufmerksamkeit im Außen haben, dann nehmen wir doch gar nicht mehr wahr, dass wir ohne diesen Körper doch eigentlich gar nichts sind. Dass wenn unser Körper nicht mehr kann, wenn er versagt, dass es total wurscht ist, ob wir die beste Mutter des Jahres werden wollen und ja uns komplett aufopfern, dann macht der Körper das nicht mehr. Wir spüren es aber dann erst, wenn der Körper nicht mehr kompensieren kann. Erst dann wird uns das bewusst und dann haben wir garantiert schon irgendwie eine Erklärung, irgendetwas, dem wir die Schuld zuschieben können, wie zum Beispiel dem Alter. Und dann sind wir doch fein raus. Wir können uns doch fast so sehr distanzieren davon, dass es alles etwas mit uns selbst zu tun hat. Wir können doch so sehr sagen, also ich? Nee. Also ich habe alles richtig gemacht. Das ist das Alter. Und aus meiner Sicht ist es so wichtig, dass wir wieder anfangen, zu uns selbst zu kommen, zu unserem Körper zu kommen, zu unserem Ursprung. Und was ist da das erste Tool? Bewegung. Bewegung, 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 Bewegung. Fang wieder an, deinen Körper zu spüren. Fang wieder an, dieses Ding zu benutzen, in dem du drinne sitzt. Und nicht den ganzen Tag zu flüchten. Fange an, zu erforschen, was dieser Körper kann. Dieser Körper, in dem du sein darfst, in dem du jeden Tag lebst und den du nährst. All das, was du in dich auflädst, all das, was du isst, was du trinkst, was du konsumierst, all das geht eins zu eins in dein System, in jede einzelne Zelle. Ganz tief rein. All das, was du denkst, all das, was du fühlst, jeden Stress, all das ist ein Teil von dir. Und du formst damit deine Zukunft. Aber wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, irgendwo da draußen zu sein oder in der Vergangenheit, da wirst du nicht weit kommen. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist halt auch, dass wir Bewegung definieren. Bewegung ist natürlich alles, was wir mit diesem Körper machen können. Jedoch bewegen sich ganz, ganz viele Menschen auf eine Art und Weise, wo sie sich trotzdem nicht spüren. Wo sie dann trotzdem sich komplett betäuben mit sämtlichen Dingen, mit Kopfhörern und Co., mit Handy und so weiter und so fort. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe auch gerne mal beim Laufen einen coolen Podcast oder ein schönes Hörbuch im Ohr. Darum geht es nicht. Aber sich wirklich zu spüren, mal so an die eigenen körperlichen Grenzen zu kommen, mal zu spüren, dass dieses Herz in uns den ganzen Tag bebt. Es bebt, es ist ein Biest in unserer Brust und es wummert die ganze Zeit und wir spüren es aber nicht, oder? Wir haben so sehr unsere Sinne nach außen gesendet, dass wir das nicht mehr spüren. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Übung, die wir auch im Stillen machen können, in der Meditation, uns selbst mal zu spüren, dass da in uns etwas unaufhaltsam bebt. Und bei der Bewegung können wir das richtig gut spüren, indem wir wirklich uns mal an die Grenzen bringen. Nicht jeden Tag, aber so. Ein, zweimal die Woche, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Tool, um sich wieder zu spüren. Viele, viele Menschen gehen ganz andere Wege, um sich zu spüren. Sie gehen gefährliche Wege, um letztendlich wirklich zu spüren, dass sie existieren. Und es braucht nicht so viel. Es braucht nicht so viel. Wir können einfach anfangen, wieder die Aufmerksamkeit zu uns selbst zu holen, festzustellen, wie häufig wir außerhalb unseres Körpers uns befinden.
und anfangen uns zu bewegen, mental und körperlich. Zweite wichtige Sache ist Trinken, Flüssigkeit. Und ich sage ganz bewusst nicht Ernährung, weil die meisten Menschen in unserer Gesellschaft benutzen Ernährung, um sich zu betäuben. Die meisten Menschen da draußen, und auch ich habe lange Zeit dazugehört, nutzen Ernährung, um sich zu betäuben. Wie oft ich, immer wenn ich alleine war, wenn die Türen zu waren und keiner zugesehen hat, ich alles, was ich finden konnte, in mich reingefuttert habe, um nicht das zu spüren, was da ist in mir. All das nicht mehr zu sehen zu müssen, um nicht mehr leiden zu müssen. Ich war, glaube ich, vom Leiden abhängig. Und ich habe das irgendwie versucht, irgendwie wegzudrücken mit Essen. Und machen wir uns nichts vor, wenn der Bauch so voll ist, da musst du nichts mehr spüren. Deswegen, trinke, trinke, fokussiere dich darauf, dass du letztendlich dein System von innen reinigst. Das Essen ist natürlich ein Faktor, aber den will ich jetzt hier gar nicht mit reinnehmen, weil das ein ganz anderes Thema ist. Das würde dann noch ausufern und ich habe hier noch einiges zu sagen. Genau, also wir dürfen unseren Flüssigkeitshaushalt auf Vordermann bringen. Und hier ist es auch so wichtig zu spüren, was der eigene Körper braucht. Es gibt da so viele Empfehlungen da draußen und auch das, ich würde fast sagen, das können wir damit an Anfang, worüber ich gesprochen habe, diese gesellschaftlichen Glaubenssätze, die wir alle kollektiv in uns aufgeladen haben, das können wir damit hinpacken. Weil letztendlich ist es so, wenn wir unseren Körper wirklich gut ernähren, dann spüren wir das. Aber vielleicht haben wir auch so sehr verlernt, dieses Durstgefühl zu spüren. Vielleicht haben wir so sehr verlernt, Hunger zu spüren. Und vielleicht haben wir so viel verlernt, wie viel wir denn eigentlich brauchen. Und das sagt uns unser Körper. Auch das hat was mit Körpergefühl zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen und nicht erst googeln müssen, wie viel wir trinken müssen am Tag. Wir sind in diesem Körper drinne. Nicht irgendeine Statistik. Nicht irgendein Doktor, der irgendetwas erforscht hat, sondern wir selbst. Und selbstverständlich dürfen wir reinspüren, wann wir durstig sind. Und mal hier eine kleine Randnotiz, wonach ich mich ja bewege. Unsere Vorfahren, die hatten nicht immer einen Fluss irgendwie parat, die hatten nicht immer eine Wasserflasche im Schrank und in ihrer Höhle gab es auch keinen Kühlschrank. Ja, also die haben natürlich dann getrunken, wann sie was hatten. Und ja, vielleicht dürfen wir letztendlich auch so da agieren. Wir dürfen natürlich trinken, wenn wir durstig sind, aber wir dürfen vielleicht auch daran uns erinnern, dass wir nicht den ganzen Tag trinken müssen deswegen. Wir müssen nicht den ganzen Tag mit einer Wasserflasche durch die Gegend rennen. Wir dürfen dann trinken, wenn letztendlich für uns dieses Durstgefühl da ist und wir letztendlich uns die Zeit nehmen. Weil aus meiner Sicht bringt es rein gar nichts, den ganzen Tag nur auf Hetze irgendwas in sich reinzuschütten, weil vielleicht ist das das nächste Problem. Auch wieder ein anderes Thema, vielleicht für ein neues Live. So, kleiner Aspekt noch zum Flüssigkeitshaushalt. Selbstverständlich, unser gesamtes Kreislaufsystem profitiert davon, wenn wir einen guten Flüssigkeitshaushalt haben. Unser gesamtes System insgesamt. Und wenn wir mal auf die Prozessarbeit kommen, worauf ich jetzt gleich tief eingehen möchte, um letztendlich diese gesellschaftlichen Glaubenssätze in uns mal so ein bisschen aufzuwühlen, mal so ein bisschen in der Tiefe so rumzugraben. Es ist doch so, wenn wir unsere Fenster, wenn die so richtig dreckig sind, mit einem trockenen Lappen putzen, wie weit kommen wir dann? Also es wird wahrscheinlich ein paar Blasen an den Fingern geben und wahrscheinlich werden die dann trotzdem nicht so richtig sauber. Und vielleicht können wir das uns letztendlich auch vor Augen halten, wenn wir unseren Körper reinigen wollen und das auf allen Ebenen, mental und körperlich, dann braucht das klares Wasser und nicht diesen ganzen Quatsch, den es da draußen gibt. Und ganz wichtig, auf einer gewissen gefühlten Art und Weise. Wir dürfen selbst spüren, was der Körper braucht. So, wir dürfen also jetzt noch etwas weitergehen. Der dritte Punkt. Ich gehe wieder zurück zu den Gedanken. Jeder Gedanke, den du in deinem Körper hast, jeder Gedanke, der durch dich hindurchfließt, jede Emotion, jeder Stress, all das formt deine Realität und hat einen Einfluss auf jede einzelne Zelle deines Körpers. Und vielleicht spüren wir am intensivsten den Stress. Vielleicht sind wir alle so ein bisschen davon abhängig,
dass wir diese ganz, ganz massiven Gefühle spüren, weil wir ansonsten das nicht spüren würden. Ich habe auch von einer wundervollen Frau die Frage bekommen, was ist denn mit dem Bauchgefühl? Ich habe das einmal gespürt, als ich verliebt war. Und ja, auch das ist ein sehr intensives Gefühl. Wann spüren wir denn meistens tatsächlich unser Bauchgefühl? Wenn wir Stress haben, wenn wir unter Todesangst stehen und wenn wir verliebt sind. Alles so große Gefühle. Aber was ist dazwischen? Unser Magen-Darm-Trakt ist ja unser Gehirn, das ist unser emotionales Gehirn. Es ist letztendlich alles unser Immunsystem entspringt hier. Hier ist letztendlich die große Zentrale. Und natürlich hat das was mit Ernährung zu tun. Natürlich hat das etwas damit zu tun, dass wir gut versorgt sind mit Nährstoffen. Und eine kleine Erinnerung: Wie groß ist dein Magen? Jetzt muss ich mich ein bisschen strecken. Ja, wenn wir ihn total überfordern, was ich ja früher auch mal gemacht habe, um unsere eigenen Gedanken zu stillen, um uns mal kurz nicht zu spüren, sondern nur dieses Völlegefühl letztendlich am Ende zu haben. Was kann dann noch unser Bauchgefühl dazu sagen? Ich bin voll, ich bin satt und selbst das spüren wir meistens viel zu selten. Also, vielleicht sind wir so sehr daran gewöhnt und vielleicht sind wir sogar süchtig danach, nur noch diese ganz, ganz, ganz massiven Gefühle zu fühlen, weil wir letztendlich es gar nicht mehr gelernt haben, dieses Feine, diese kleinen Facetten so intensiv einfach in uns aufzunehmen. Und vielleicht kommen diese kleinen Facetten sogar ab und zu vorbei und wir sind gerade nicht zu Hause, weil wir mal wieder irgendwo draußen sind, beim Kollegen, beim Chef, bei den Kindern, beim Ehemann und so weiter und so fort. So, ich schaue mal ganz kurz hier auf meine Notizen, wo ich jetzt hier gerade noch weiter bin, ob ich noch was vergessen habe und trinke noch einen Schluck. Auf dich, ich lade dich auch dazu ein. So, wenn wir täglich immer nur lernen und uns selbst beibringen, dass wir uns nicht zu spüren haben, dass unser Körper letztendlich nur dafür da ist, dass er zu funktionieren hat, werden wir letztendlich nicht rauskommen aus dieser Dauerschleife. Wir dürfen also neben Bewegung, neben gutem Flüssigkeitshaushalt, neben also dem Schauen nach unseren Gedanken, dürfen wir letztendlich wirklich daran arbeiten, diese Widerstände loszulassen. Und wenn wir mal bei den großen Gefühlen bleiben, beim Stress bleiben, den viele Menschen spüren. Ich merke Stress gern hier im Gesicht, das habe ich am Anfang schon gesagt. Natürlich gibt es positiven Stress und negativen Stress. Dieser Stress, der uns kaputt macht, der so sehr an uns nagt. Und dann dieser positive Stress, der uns so nach vorne schiebt. Aber vielleicht ist es doch letztendlich einfach nur Stress, eine körperliche Reaktion. Und vielleicht dürfen wir uns mal hinterfragen, wann wir gelernt haben, was Stress ist und was nicht. Was für den einen mega stressig ist, ist für den anderen die größte Freude und das macht er mit Leichtigkeit. Und wer wird wohl am effektivsten arbeiten bzw. in dem Moment leisten können? Wahrscheinlich nicht derjenige, der total gestresst ist, sondern der, der es mit Leichtigkeit macht. Und vielleicht dürfen wir mal anfangen, diesen Widerstand zu gewissen Dingen für uns selbst bewusst werden zu lassen. Weil wir spüren doch nur den Stress, wir spüren doch gar nicht, was dahinter steht. Und Stress, diese Reaktion, die der Körper zeigt, auf ganz vielfältige Art und Weise, bei dem anderen sind es Verspannungen, dann wieder gibt es Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die von Stress rühren. Aber vielleicht dürfen wir mal dahinter blicken. Mal eine Liste erstellen, was uns alles stresst. Und uns mal die Dinge angucken. Und da kommen wir jetzt rein, dass wir tatsächlich in unserem Unterbewusstsein mal reinschauen, dass wir mal in unseren Keller reinschauen, wie viele ja, Kisten da bereits stehen, die vor sich hingammeln und die so richtig stinken und dann immer richtig rauskommen, wenn wir es dann als Stress spüren. Und vielleicht können wir genau an diesen Momenten dann mal arbeiten, da mal hinblicken. Und ja, das ist Arbeit. Das ist mentale Arbeit. Und sie ist so wertvoll. Sie ist so wertvoll, wenn wir langsam anfangen, mal hinter diese großen Emotionen zu schauen und mal zu schauen, wie lange diese ganzen Dinge bereits über unseren Körper mit uns kommunizieren.
Wie lange haben wir bereits diese ganz kleinen Informationen unseres Körpers einfach nicht gespürt? Wie häufig? Unser Körpergefühl funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut bei uns allen. Wir können es einfach nur nicht mehr spüren. Wir haben uns das so abtrainiert und wir spüren nur noch die ganz, ganz großen Dinge, wenn der Körper eigentlich kurz davor ist, zu sagen, hier, ich steck da mal aus. Kannst ja wiederkommen, wenn du irgendwann mal was verstanden hast. So, das ist der erste Punkt. Arbeite daran, was dich stresst. Schreib dir eine Liste. In welchen Situationen warst du gestresst und was hat die Situation mit dir zu tun? Was genau hat dich daran gestresst? War es die Masse an Arbeit? Könnte es sein, dass du lernen darfst, weniger Verantwortung für dich aufzuladen? Und vielleicht darfst du auch da mal hinterfragen, warum du das tust. Warum tun die meisten Menschen das, dass sie sich so viel Arbeit aufladen, schon den krummen Buckel haben und dann noch sagen, ja, klar, mach ich. Warum tun wir das? Weil wir vielleicht in diesem gesellschaftlichen Glaubenssatz drin sind, dass wir dann gut sind, ein guter Mitbürger, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, ein guter Vater, ein so guter Kollege. Ja, fein, auf den kann man sich verlassen, der nimmt immer alle Arbeit auf sich, auch wenn er schon nicht mehr kann. Geile Sache. Und wie lange funktioniert der Körper dann noch? Und das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Eine so, so wichtige Arbeit, und das liebe ich, das ist etwas, was ich den ganzen Tag tue, uns selbst die richtigen Fragen zu stellen. Und da gehen wir jetzt mal rein in den Bereich Glaubenssätze. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, wir haben diese Glaubenssätze alle in uns. Und ich glaube, dass die meisten Menschen auch diesen kollektiven Glaubenssatz letztendlich ganz tief in sich drin haben. Also diese Glaubenssätze, die ich am Anfang erwähnt habe, diese drei Stück, das ist ein Teil auch von mir. Auch in mir sind diese Glaubenssätze. In mir ist immer noch dieser Glaubenssatz in mir, wenn ich dieses Traumata am Anfang meines Lebens hatte, dann muss ich leiden bis zum Ende meines Lebens, weil ja, sonst glaubt mir das ja keiner. Sonst sieht ja jeder nur, ach naja, hat es doch geschafft. Ist doch nicht so wichtig. Und auch in mir ist dieser Glaubenssatz, ich muss mich aufopfern, ich muss eine gute Mutter sein, ich muss dies, das, jenes schaffen. Aber ich darf hinterfragen. Ich darf anfangen, Dinge zu hinterfragen. Und ich darf auch hinterfragen, ob Alter wirklich was mit Schmerzen und Krankheit zu tun hat. Ich darf das alles hinterfragen. Und dafür gibt es sehr, sehr, sehr schöne, wundervolle Techniken. Und eine Technik liebe ich so sehr. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Wir haben in uns alle diese Glaubenssätze und ja, vielleicht kennt ihr auch gewisse ja, Techniken, die dazu dienen, neue Glaubenssätze in uns einfließen zu lassen und vielleicht sogar die alten zu überdecken. Wenn wir jedoch in uns tief gespeichert haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir vielleicht nicht schön genug sind oder was auch immer nicht genug sind, und uns dann den ganzen Tag erzählen, ich bin schön genug, ich bin gut genug, ich bin weiß ich was genug, dann wird das vielleicht im ersten Moment einen Effekt haben. Und wenn wir uns das jeden Tag erzählen, wird es vielleicht jeden Tag einen gewissen Effekt haben. Was passiert aber dann, wenn wir in einer Situation sind, wo irgendetwas im Außen passiert, wo wir genau das gespiegelt bekommen, dass wir nicht gut genug sind. Und das Leben gibt sowas ganz häufig. Können wir in diesem Moment, wenn wir uns den ganzen Tag erzählen, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug, um tief in uns diesen Glaubenssatz zu überdecken, dass wir nicht gut genug sind. Und dann kommt von außen eine Situation, die sagt, hier, du bist nicht gut genug. Können wir es dann noch halten? In den meisten Fällen nicht. Und ich habe das ganz oft geübt. Ich habe ganz oft mir erzählt, du bist schön genug, du bist gut genug, du bist geliebt und so weiter und so fort. Und dann kam eine Situation von außen und dann kam von innen die Gisela und sagt so, ich habe dir doch gesagt, du bist nicht gut genug. Und dann war ich am Boden. Dann habe ich wieder von vorne angefangen. Habe wieder angefangen, mich da rauszuwühlen, mich wieder selbst aufzubauen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber du fängst ja immer wieder von vorne an. Und aus meiner Sicht ist es so wichtig, dass wir aufhören, immer wieder diese Dauerschleifen zu leben. Nur eine schnelle Wunderpille zu haben, die wir temporär irgendwo drüber stülpen, um tief im Inneren niemals hinsehen zu müssen. Und ich habe eine Technik für mich ja kennengelernt, die ich so, so, so wertvoll finde, indem wir
unser System nutzen, was gegeben ist. Und stell dir einmal vor, jemand kommt in einen Raum rein, in dem ganz, ganz viele Menschen sich befinden. Und dieser Mensch, da kommt ein Mensch rein und der fragt alle Anwesenheiten, wer möchte eine Avocado? Und auch wenn vielleicht der ein oder andere keine Avocado möchte, wird jeder diese Frage beantworten, entweder laut oder leise. Jeder wird auf diese Frage irgendwie eine Antwort geben müssen, weil unser System so funktioniert. Wir können uns nicht gegen Fragen wehren. Und wenn wir uns dann noch so sehr dagegen ablehnen, werden wir es trotzdem irgendwo in uns beantworten. Und dieses System können wir nutzen, indem wir nicht unsere Glaubenssätze überdecken mit irgendeinem ja, neuen Glaubenssatz, der aber gar nicht landen kann, weil wir es tief in uns nicht spüren können. Wir können es nicht glauben, weil wir haben es unser ganzes Leben gelernt und nur weil wir dann auf einmal es überdecken, geht es nicht weg. Wir können anfangen, aber unserem Unterbewusstsein Fragen zu stellen. Und das habe ich gemacht und ja, seitdem hat sich so vieles geändert, indem ich einfach anfange, nicht zu sagen, ich bin gut genug, sondern mir die Frage zu stellen, warum fällt es mir so leicht, all meine Fehler liebenswert zu finden? Warum fällt es mir so leicht, meine Fehler genauso sehr zu lieben wie all meine guten Eigenschaften? Warum fällt es mir so leicht, mich selbst zu lieben, in Anwesenheit meiner Zweifel und Ängste? Und ja, die richtigen Fragen zu stellen, ist eine Möglichkeit, in unserem System so viel zu verändern. Die richtigen Fragen zu stellen im richtigen Moment ist eine Möglichkeit, die so viel verändern kann. Und diese Technik für die transformierenden Fragen, die kann so tief im System landen. Und egal in welchen Situationen ich spüre, dass in mir irgendetwas hochkommt, was tief aus mir herauskommt, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt dabei bleiben, diesen Moment, wenn ja mir jemand sagt, ja, komm erst mal in meinem Alter und ich spüre, dass in mir was angetriggert wird, dann kann ich für mich die Frage stellen, für mich persönlich, und das mache ich nicht laut, das mache ich in meinem Kopf, warum fällt es mir so leicht, meine eigenen Erfahrungen zu machen? Und warum fällt es mir so leicht, ganz tief in mir zu spüren, dass ich jederzeit vital, aktiv und gesund bin? Und es sind natürlich Dinge, die du auch für dich entdecken darfst. Das darfst du für dich selbst spüren. Immer dann, wenn du spürst, dass in dir ein Glaubenssatz hochkommt, ganz gleich, was der ist. Und wenn es nur der Glaubenssatz ist, das tut man nicht, dann kannst du dir selbst die Frage stellen, warum fällt es mir so leicht, zu ergründen, wer man ist? Beispielsweise. Genau. Also, so wichtig zu verstehen, diese positiven Affirmationen, diese Integrierung von positiven Glaubenssätzen kann natürlich wertvoll sein, aber lediglich 2% der Menschheit kann wirklich langfristig und nachhaltig von diesen Techniken profitieren. Und stattdessen sich den ganzen Tag irgendwelche positiven Sätze um die Ohren zu hauen, könnte es sein, dass wir anfangen dürfen, unsere eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, die so ein bisschen anzuteasern, um zu sagen, hey, stimmt es denn überhaupt? Aber könnte es nicht sein, dass ich doch vielleicht irgendeine liebenswerte Seite habe? Und dein System wird arbeiten. Und die Antworten da auf diese Fragen sind nicht wichtig. Die Frage an sich wird so tief in dir etwas bewegen, dass du es nicht, du kannst es nicht greifen, aber es macht so viel. Und falls du ja noch nicht weißt, wie du damit anfangen darfst, kann ich dir ja eins meiner neuen Babys vorstellen. Ich habe nämlich ein ganz tolles Poster dazu kreiert und das findest du auch auf meinem Instagram-Shop. Nur mal so viel dazu, ich werde es dann auch im Nachhinein dann hier verlinken. Du kannst ja mal vorbeischauen und ja, dir es mal anschauen. Vielleicht ist ja der ein oder andere Satz für dich dabei, der dich dann vielleicht auch in deinem Schlafzimmer oder in deiner Wohnung, in deinem Haus daran erinnern darf, jeden Tag. So, Werbung Ende. Also du darfst diese transformierenden Fragen vielleicht anfangen, dir selbst zu stellen. Stelle dir die richtigen Fragen, hinterfrage diese ganzen Glaubensüberzeugungen, hinterfrage das, was du da tust und hole das Gefühl zu dir zurück. Fange an, mit diesen Dingen zu arbeiten, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen. Drück die nicht weg.
Lass sie da. Denn alles, was du so wegdrückst, wogegen du einen Widerstand hast, das wird immer in dir brodeln. Und irgendwann, es ist nur eine Frage der Zeit, kommt das halt so raus. Wie so ein Vulkan. Vorher bebt es vielleicht ein bisschen, wie bei mir. Dann ab und zu mal es in der Vergangenheit gewesen ist. Was natürlich noch eine dritte Möglichkeit ist, das ist aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit, auch ein Bestandteil meiner Arbeit, ist die tiefe transformierende Arbeit. Und da gibt es so, so viele Prozesse. Es gibt so viele Möglichkeiten, Techniken und Tools, wo wir letztendlich mit unserem Unterbewusstsein arbeiten können. Wo wir, und das habe ich selbst auch für mich erlebt und auch so meine eigenen Geschichten heilen können. Ich habe aufgehört, sauer zu sein. Ich habe aufgehört, wütend zu sein. Ich habe aufgehört, traurig zu sein. Und ich habe aufgehört, mich zu schämen für meine eigene Geschichte. Ich habe aufgehört, immer zu denken, naja, ich muss doch leiden, ich darf doch nicht glücklich sein, weil dann glaubt mir das doch keiner, dass mir das mal passiert ist. Und es ist total irrelevant, ob das irgendjemand glaubt. Mir geht's jetzt besser. Weil die Wahrheit ist, wenn ich leide, wird sich die Vergangenheit nicht ändern. Was ich für mich tun durfte, und das habe ich in ganz, ganz tiefen Prozessen für mich heilen dürfen, ich durfte vergeben, ich durfte verzeihen, ich durfte mir selbst verzeihen, weil ich so lange unbewusst mir selbst die Schuld gegeben habe, dass ich in dieses Auto eingestiegen bin. Als Kind. Ich habe mir trotzdem die Schuld gegeben. Und ich durfte mir verzeihen, ich durfte diesem Mann verzeihen, ich durfte allen Menschen verzeihen, die in diesem Moment nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen, die mir nicht zugehört haben, die so ein bisschen das runtergespielt haben. Ich durfte so vielen Menschen verzeihen und ich durfte letztendlich für mich lernen, dass diese Geschichte ja so viel in meinem Leben aber auch bewirken kann. Wenn ich daran wachse, wenn ich daran wirklich erblühe und daraus eine neue Zukunft für mich kreiere, ohne jeden Tag die Verlängerung meiner Vergangenheit zu leben. Und das ist etwas, was du natürlich mit Therapeuten durchführen kannst, was du auf verschiedenen Art und Weisen für dich erleben kannst. Und das ist eine Entscheidung. Und das ist letztendlich die große Frage. Und die Frage kam ja auch im Fragensticker von euch. Was letztendlich, wie diese Prozessarbeit funktioniert. Und jeder Prozess, dein Prozess, mein Lebensprozess, der beginnt mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung, sich mehr zu spüren, aufzuhören, immer dieses Gefühl wegzudrücken. Die Entscheidung, wieder im eigenen Körper anzukommen. Die Entscheidung zu merken, wenn wir früh morgens anfangen, unsere ganze Aufmerksamkeit an das Umfeld abzugeben und uns selbst dabei zu vergessen. Die Entscheidung zu spüren, wenn wir mal wieder nach dem Muster eines Glaubensmusters leben. Wenn wir mal wieder uns nur noch aufopfern, um am Ende anerkannt und geliebt zu werden. Ist das richtig? Ist es wirklich unser Leben? Und wir leben in diesem Körper, nur dieses eine Leben. Wir leben in diesem Moment, in diesem Körper und dieser Körper ist unser bestes Werkzeug. Und das einzige Richtige, wirklich Richtige, was wir tun dürfen, ist anzufangen, wieder zurückzukommen und jeden Tag uns mal durchzuchecken, was unser Körper gerade braucht. Unser Auto, da haben wir meistens mehr einen Blick drauf, in welchem Zustand das ist, als unser eigenen Körper. Und das sollte uns zu denken geben. Wir dürfen da zurückkommen, weil am Ende, wir können noch so sehr dem Alter die Schuld in die Schuhe schieben. Wir können noch so sehr glauben, dass Schmerzen und Krankheit etwas mit dem Alter zu tun hat. Es wird nichts daran ändern, dass wir selbst die Verantwortung dafür tragen. Und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wir selbst sind dafür zuständig. Und wir können so viel tun, jeden Tag. Auch du kannst jeden Tag, egal an welcher Stelle du gerade stehst, du kannst so viel tun. Schon alleine aus dem Grund, dass du anfängst, die Verantwortung für diese Dinge zu übernehmen. Und auch wenn du noch nicht weißt, woher es kommt, du auch noch nicht weißt, was du letztendlich getan hast, dass es so gekommen ist. Aber einfach nur die Verantwortung zu übernehmen. Und dir selbst es wert zu sein, eine Entscheidung zu treffen, dich anzufangen zu spüren, den eigenen Körper zu spüren und nicht nur zu glauben, dass wir so dieser Körper sind, der zerfällt. Unsere Gedanken, alles, was wir in uns reingeben, jede Fernsehsendung, alles, was wir hören, alles, was wir trinken, alles, was wir essen, alles, was wir denken,
Alles hat einen Einfluss auf unsere Zellen und wir dürfen achtsam werden. Wir dürfen spüren, was wir da in unser System reinladen und ja, anfangen zu üben. Letzter Punkt. Üben, 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 üben. Jeden Tag aufs Neue. Vielleicht erstmal anfangen, sich einen Zettel auf den Nachttisch zu stellen, wo da steht: Hey, hast du dich heute schon mal gefragt, wie es dir geht? Das kann ein Anfang sein. Es kann ein Anfang sein, dass du dich selbst daran erinnerst. Wenn du den Flugzeugmodus aus deinem Handy rausmachst oder das anschaltest, das auf deinem Display erscheint: Hey, hast du eigentlich schon für dich selbst gesorgt? Das kann ein Anfang sein. Und du darfst anfangen, es zu üben, bis es einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Du darfst es anfangen zu üben, bis du tatsächlich dich wieder wirklich spürst. Bis du wieder merkst, dass, wenn du dich aufopferst, dass du dann nicht anerkannt und geliebt wirst. Und wenn du dann am Ende bist, dann bringt dir das auch gar nichts mehr. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du noch da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge bis zum Schluss durchzuhören. Und ich freue mich, wenn du jetzt im Anschluss auf den heutigen Post auf Instagram gehst und mir deine Gedanken zu dieser Folge dalässt. Du mir erzählst, was du hieraus für dich mitgenommen hast und an welchen Stellen du dich selbst wiedererkannt hast. Ich finde es so, so heilsam und wichtig, dass wir uns über unsere Themen austauschen, dass wir darüber sprechen, was uns wirklich bewegt, welche Dinge uns immer wieder blockieren. Denn voneinander können wir so viel lernen, voneinander können wir so viel erfahren und können vielleicht auch verstehen, dass wir nicht alleine sind, dass wir vielleicht alle auf diese Art und Weise funktionieren und vielleicht auch programmiert sind. Lass dich also umarmen, du bist nicht allein. Zeige dich und ich freue mich so sehr, von dir zu hören und zu lesen. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann ja, lass mir in deiner Podcast-App so gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn deine App das nicht hergibt, dann schau einfach mal unter die Shownotes. Da gibt es einen Link zu meinem Google-Account und auch hier kannst du mir deine Gedanken zum Podcast dalassen, mir erzählen, was der Podcast bereits für dich bewirkt hat und welche Veränderungen du seitdem lebst. Warum ist es wichtig? Jede positive Bewertung lässt meinen Podcast etwas mehr in die Sichtbarkeit kommen. Jede positive Bewertung lässt andere Menschen auf meinen Podcast stoßen und somit kann ich sie erreichen und auch für sie einen Unterschied machen in ihrem Leben. Sie dazu inspirieren, dass sie verstehen, dass sie in ihrem Leben es so sehr wert sind, glücklich und gesund zu sein. Und auch dich möchte ich daran erinnern und in diesem Sinne denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.